wo die alle auszeichnet, und das kann ich nur allen Jungen immer sagen, die sind extrem fokussiert, extrem seriös, wenn es ums Proben geht. Egal, was sie für ein Image haben, der Sinatra, wo man weiss, was erzählt hat, wie die da Partys haben, und wie viel die saufen und was immer. Wenn es ums Proben geht, sind die hundertprozentig fokussiert. Und mit dem Sinatra das erste Mal gespielt haben, im 83, haben wir am Donnerstag Probe gehabt, am Samstag war das Konzert im Sporting Club in Monte Carlo. Und wir haben ihn begleitet mit unserer Band. Er hat seinen eigenen Dirigenten dabei gehabt. Ich habe auch Saxophon gespielt. Bin dann vor der Probe eine halbe Stunde vor einen reingegangen, um mich parat zu machen, als ich richtig fit bin, oder? Und der Sinatra war schon da gewesen, am Donnerstag. Und das hätte ich jetzt nie erwartet. Ich dachte, Mr. Sinatra, der kommt dann am Nachmittag vor dem Konzert schnell vorbei und sagt, ja, alles klar. Und singt sein Ding. Und sein Manager, sein Dirigent und sein Schlagzeuger spielen das Projekt, oder? Nein, er war drei Tage vor André, wollte genau wissen, was abgeht. Er war bei der Probe dabei. Und das habe ich bei allen Grossen erlebt, dass die das total ernst nehmen.